Zustimmung, dass das den maßgeblichen Kolleginnen und Kollegen auch dieses Mal wieder sehr gut gelungen ist, mit dem Schmuck in der Mitte des Saales, mit dem Blumenschmuck auf den Tischen und als Zeichen unserer Freude für den heutigen Tag haben wir sogar draußen, Sie können es dort durch die Fenster sehen, für Sie geflaggt.
die Bedeutung der Einbürgerungsfeiern für den Landkreis Oldenburg und im Landkreis Oldenburg wird regelmäßig auch unterstrichen und darüber freue ich mich auch jedes Mal aufs Neue durch eine breite Präsenz von Kolleginnen und Kollegen aus der Kreisverwaltung, aber auch von Vertretern aus dem Kreistag, aus dem politischen Gremium, dem obersten Gremium des Landkreises Oldenburg. Und ich habe die Freude, begrüßen zu dürfen heute aus dem Kreistag die Abgeordneten Ernst-Auge Bode für die FDP, Frau Halla Heppner für die SPD, Herrn Günther Westermann für die CDU und den Abgeordneten Grasshorn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen euch allen. Und so darf ich auch heute wieder den Leiter unserer Kreismusikschule, Herrn Raphael Jung, dort am Piano begrüßen. Und er wird heute begleitet von den aktiven Viola Kleefeld, 9 Jahre alt, Jahan Bui, 12 Jahre alt und die beiden in Begleitung der Mutter Maike Kleefeld, des Vaters Tantu Bui und der Schwester Anne Bui. Herzlich willkommen auch euch allen. Meine Damen und Herren, ein Landrat macht für gewöhnlich das, was ihm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen. Und das ist auch gerade, glaube ich, aus dem Kreistagsbereich kommentiert worden. Mir ist gesagt worden, dass ich heute bitte die einzelnen Musikstücke nicht ansagen soll. Wahrscheinlich habe ich das letzte Mal irgendwas falsch ausgedrückt oder so. Die Musikstücke ist mir aufgetragen worden, wird Herr Raphael Jung dann jeweils ankündigen und damit bist du auch gleich schon dran, weil mit dieser Ansage bin ich fertig für den Moment. Ich komme gleich wieder zu dir. Danke zunächst, dass Sie hier sind. Na gut, Viola spielt für Sie von Alex. Nationalhymne, Danke zu sagen, bevor ich dann wieder auf Regieanweisungen komme, die mir die lieben Kolleginnen und Kollegen hier in den Fahrplan geschrieben haben. Ich möchte mich bedanken bei der Dame zu meiner Linken, also von Ihnen aus gesehen, zu meiner Rechten, Regina Bollhagen und auf der anderen Seite Monika Gruschke. Das sind die beiden, die ja alles in, wie ich finde, wunderbarer Art und Weise vorbereitet und organisiert haben, die Sie über eine lange Zeit begleitet haben und geführt haben zum heutigen finalen Akt der Krönung, der Überreichung der Einbürgerungsurkunden. Liebe Frau Ruschke, liebe Frau Bollhagen, meinen herzlichen Dank für das, was Sie für diese Menschen und auch für den heutigen Tag getan haben.
Ladies first. Dann darf ich Ihnen vorstellen Frau Gute Frankenfeld. Das ist die Kollegin bei uns im Haus, die in jedweder Hinsicht in Integrationsfragen kompetent alle Fragen beantworten kann. Die Frage vielleicht noch nicht beantworten kann, weil sie noch nicht ganz so lange im Amt ist, aber haben Sie eine Frage, sprechen Sie gerne Frau Ute Frankenfeld an. Sie hat die Telefondurchwahlnummer 0443185. 659. Also, Frau Frankenfeld, Ihre Ansprechpartnerin bei jedweder Frage. Frau Kroschke, Frau Dollhagen sind im Amt. Herr Jürgen Mayer verantwortet. Auch er hat einen Blick hier reingeworfen, wie alles vorbereitet ist. Hat aber, wie ich gehört habe, überhaupt keinen Handschlag machen müssen, weil die Leute das so großartig gemacht haben. Trotzdem schön, dass du uns begleitet hast. Und Danke sagen darf ich auch an Jan Kogge und Klaus Oldmanns, wo auch immer die beiden sich jetzt aufhalten. Wo sind sie denn? Da hinten. Das sind die beiden jungen Nachwuchskräfte, die beiden Damen hier tatkräftig unterstützt haben, damit es nicht zu viele wird. Also danke auch Ihnen beiden und ein ganz großes finales Dankeschön sage ich noch einmal unseren Musikerinnen, nämlich Maike Kleefeld und Jahan Bui. Wir haben großartige Musik gespielt.